Willkommen, wir sind wieder in CBDs. Wie ich ja sagte, wollen wir jetzt den Rest der Hornbase machen. Aber bevor wir das machen, ich habe schon wieder vergessen Ende letzter Folge, fiel mir jetzt aber wieder ein, werden wir definitiv erstmal unsere vernünftige Schrotze bauen. Die automatische Fünfer, die wir jetzt bauen können sollten. Da ist sie. Verfolgen. So, wir brauchen 5 Schrotflintenteile. Die sollten wir haben. Yo. So, das Thema wieder ordentlich. Wird die 150 Stahl haben? Ja, gut. War ich mir jetzt nicht so sicher. Haben wir aber. Das ist schon mal schön. Dann hauen wir das Ding nämlich gleich in die Werkbank. Dann kann er das in Ruhe herstellen. Schön 15 Klapperbahn. Gut, die haben wir jetzt nicht, außer ein, aber die können wir machen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Wie viel habe ich da jetzt? 15, gut. Dann machen wir mal Stüfflis. Das kriegen wir auch hin. So. 200 Plastik, das ist auch nicht das Problem. Didip, 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 dip, dim. Ah, freue ich mich schon drauf. Da haben wir natürlich auch gleich die Monster rein. Die hat halt ein bisschen mehr Durchschlagskraft als unsere Vierer Rentnerschrotze da. So. Den sortieren wir. Und wir brauchen 20 Federn. Ja, die haben wir auch. Das erste Mal. Den Eimer. Zack. So, den einmal kurz Klebeband herstellen, die 15 Stück. Klebeband. Bitte sehr. Ach ja, ich vergaß. Wurde ja teurer. Ich habe immer noch drinne. Das ist ein Korsett. So, dann macht die 15. Sehr schön. Reststoff kann wieder drin. Den Rest brauchen wir auch gleich. Das hat er ja schnell durch. Und dann kümmern wir uns gleich. Wir gucken jetzt mal einmal kurz hier die Schmieden und das durch. Um den Rest in der Hordenbase. Hier, guck mal. Der ist sowohl fertig. Du kriegst gleich nochmal neues Eisen. Du machst aber auch nochmal Dartmoney. Dankeschön. Die können wir aber auch gleich eingestecken lassen. Die nehmen wir gleich mit. Die soll eh in die Hordenbase. Und er hier. Der kann wohl das Stall machen. Bidi, bidi, bidi. So, das können wir auch schon mal eingesteckt lassen, wie gesagt. Brauchen wir eh gleich. Sehr schön. Und ich müsste mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich unten noch Electrical Parts in das liegen habe von der letzten Runde. Aber das bräuchten wir auch. Und da gucken wir gleich mal. So, das hat er fertig. Die hauen wir in die Werkbank. Ah, guck mal. Die brauchen wir auch noch unten. Die haben wir schon angesetzt beim letzten Mal. Stimmt. So, den machen wir einen Freund. Das freut einen. Dann kriegen wir eine vernünftige 5er Schrotze. So, den will ich jetzt nur einmal kurz unten gucken. Und zwar, ob hier noch alles so gerechnet. Ding, dang, song, ja, im Moment. Kohle ist fast weggebrannt, okay. Ich weiß eh nicht mehr, wohin mit dem Zwecks, aber wir brauchen es. So, dann machen wir neu. Hier ist die Kohle weggebrannt. Ah, ich muss neue Kohle holen. Ich muss definitiv neue Kohle holen. Haben wir hier was angesetzt? Farbe, ja. Aber, ja, die brauchen wir auch noch. Aber nicht jetzt. So, Moment. Wir brauchen neues Eisen oben. Wir brauchen neue Kohle. Und ich wollte gleich mal gucken, ob ich ein bisschen Zement verarbeitet kriege. Damit hier mal wieder alles zugange kommt. Farbe haben wir erstmal hier mit drin. So. So, Thema ordentlich. Dankeschön. Den Eisen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Eisen. Okay. Eisen müsste ich farmen. Aber wir haben auch erstmal genug Materialien. Gut, belassen wir es erstmal bei dem, was es ist. Baumaterialien. Okay. Eine Schmiede. Zweite Schmiede. Da bleibt eh gleich was über. Das wäre die dritte Schmiede. Ich müsste da mal was gucken. Ja, okay. Aber Zement brauchen wir unten auch noch ein bisschen. Jetzt nicht allzu viel. Aber Tikle zum Reparieren zumindest. Ach du Heilige. Okay, doch so viel. Weil, what? What, what? What, what? Ich habe auch noch welche. Du kannst zumindest auch mal 600 Blöcke machen. Nur schon mal einen Schwung Zement los. Das ist schon mal etwas. Das ist gut. So. Sand nehmen wir dann noch einmal mit. Dann machen wir in dem ein.
definitiv einmal 6000 Sand. Weil Sand haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. So, und dem machen wir dann nochmal Betonmischung. Sehr schön. Dann haben wir schon ein bisschen was los davon. So, dann hau... Ne, warte mal, die brauche ich ja, ne? Eine Schmiede, zweite Schmiede, das wäre dann die dritte Schmiede. Hier, die kannst du aber reinhauen. Beton nehmen wir mit, die 1000, das sollte reichen. Jo, das Post. Nicht, dass ich hier jetzt gerade durcheinander komme. Gut, Kohle wollte ich noch mitnehmen. Kohle. Und Eisen müssen wir farmen. Aber nicht jetzt, wir haben andere Sachen zu tun. Aber dann kann das unten zumindest erstmal weiterlaufen. Und jetzt ist auch, glaube ich, unsere schöne Schrotze fertig, hoffe ich. Und dann geht es rüber zur Hornbase. So, mein Freund. So, mein Freund. Jo. Packerin. Dann kann der wieder hier in Ruhe Wasser schmelzen. Wir hauen dich noch einmal voll. So. Hier genau das Gleiche. Hau Kohle rin. Dann kann der hier erstmal weitermachen. Kriegst aber auch nochmal voll. Und hier nochmal das Gläuche. Du kriegst auch nochmal Kohle drin. Kannst du auch schon mal weitermachen. Bäm. Und dich haben wir auch nochmal voll. Und die Reststeine, die kommen einfach wieder nach oben. Schon schön. Jo. Dann lüftert hier wieder. Dann gucken wir jetzt, wie weit unsere Schrotze ist. Skillpunkte hatten wir nicht, ne? Aktuell. Doch, sind die Bücher jetzt. Ich wollte die Skillpunkte wissen. Doch, doch. Aber da fehlte uns einer. Genau, wir wollten da ja die elektrischen Fallen weitermachen. So, hau die restlichen Steine wieder rein, wenn es passt. Passt. Kohle kommt auch wieder rein. Die brauchen wir nun wirklich nicht in der hohen Base. Und warte mal. Hier ist auch noch Zement. Okay. Ja, gut, das nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir mal ein paar Blöckis mit. Schaden kann es nicht. Türen haben wir, Dartmuni haben wir. Wir brauchen ja auch noch 9mm Muni und so, aber alles eins nach dem anderen. Das kriegen wir schon hin. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß nicht mehr was. Wir machen ein bisschen viel Geld einstecken. So. Wie sieht's aus mit Schurze? Brauchen noch 3 Minuten. Gut, dann gehen wir erstmal so rüber. Stall haben wir Cobblestone. Siehst du, ich meine doch, ich hätte was vergessen. Wir brauchen Cobblestone. Sonst können wir die leider nicht mehr. Sehr schön. Stall haben wir auch eins stecken. Aber nicht viel, ne? Warte mal. Dann nehmen wir mit. Haben wir noch hier was? Doch, wenn müsste es hier sein. Nö, hab alles. Okay. Das Stall, der Stall ist erstmal der leider vorbehalten, weil die muss aus Stall. Das geht vor. Wir marschieren erstmal hin. Bis zur Horde haben wir auf jeden Fall unsere 5er Schrotze. Ist schon Arbeit. Wundert mich eigentlich. Bin ich nicht zu Hause, randalieren die Uschis hier rum. Aber bin ich zu Hause, lässt sich keine blicken, ne? Das sind die richtigen. So, rin hier. Dann fangen wir auch gleich mal an. Die Leiter von oben gleich mit. Und dann machen wir unten den Rest. Okay, für die Leiter hat es gereicht. Sehr schön, aber viel Stahl haben wir auch nicht mehr. 37 Stück noch. Aber gut, bisschen EP gab es auch. Geht ja einfach nur darum, die Leiter darf auf keinen Fall kaputt gehen, sonst sehen sie den Weg nicht mehr.
Gut, und eine Sache habe ich auch noch vergessen, weil wir müssen eh gleich nochmal nach Hause wegen der Schrottsee trinken. Aber ist nicht schlimm. Wir setzen jetzt erstmal die Türen rein. Die kommen ja hier rein. Genau. Genau, damit ich hier hinkomme. Passt schon alles. Andere Seite nochmal. Hier kommt eine Klobel rein. Da muss ich nochmal gucken, wie ich die sitze. Die müsste ja eigentlich, damit ich sie nach unten aufklappen kann, wäre besser wegen reparieren. Sonst muss ich mir immer bücken. So sitzen, dass sie nach oben aufklappt. Nach unten meine ich. Das heißt, die müsste so... Ja, dann geht der Deckel nach unten, ne? Warte mal. Ja, so wäre besser. Gut, gut. Hier haben wir es ja auch. Hier haben wir auch schon Tür. Hier kommt noch ein Kläppchen hin. Halt. So, genau. Ja. Und hier kommt dann natürlich nochmal die Tür vor. Das sind die Sachen, falls doch mal was durchgeht, beim Rotzen auch geschützt. Ja. So passt dann schon. Gut, gut. Den kann ich hier auch schon mal anfangen. Wie gesagt, die haben wir ja sowieso extra geschuldet. Hier habt ihr mir ja auch geschrieben, dass hier, warum ich die Schalter nicht weiter nach vorne gemacht habe. Sonst müsste die so weit laufen. Ja klar, ich hätte die auch hier hinsetzen können. Der Grund ist schlicht und einfach, ich glaube, die Kabel reichen nicht so weit. Wenn ich den Schalter hier hingemacht hätte, ob ich denn von da hier alle Dinger gekriegt hätte, wage ich zu bezweifeln. Besonders den hier hinten hätte ich den wahrscheinlich nicht zu fassen gekriegt. Das ist der Grund, warum die so weit hinten sitzen. So, haben wir den jetzt voll? Ja. So, dann geht der Rest erstmal hier rein. Reicht natürlich nicht. Das ist klar. Das kommt noch. So, jetzt will ich nochmal kurz was googeln. Wir haben noch ein bisschen 9 mm. Wir haben hier aber nichts mehr zum Reparieren. Okay. Der Rest Stahl lassen wir hier, genauso wie Beton. Und ein klitzekleines bisschen Cobblestone, das reicht. Das nehmen wir wieder mit nach Hause. Die Blöcke brauchen wir sowieso später noch. Und na, den Mann, ne? Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Erstens für unsere Schrotze und wir brauchen mehr Dartmuni und mehr 9 mm. Damit hier alles wirklich, wenn Horde ist, einsatzbereit ist, wir nur runtergehen brauchen, anschulden. Fertig. Trinken holen. Essen haben wir, glaube ich, auch noch den einen, ne? Gut. Schrotzen und sticken. Und dann nehmen wir auch gleich die restliche Dartmuni mit. Muss auch sein. Uschi ist aktuell nicht zu sehen, auch wenn es mich wundert. Die hat wohl gerade Urlaub. Sei ihr auch mal gegönnt. Die schreit den ganzen Tag. Das geht halt auf die Stimmbänder, ne? Da muss auch mal Urlaub gemacht werden. So, trinken. Trinken. Haben wir hier noch 10 Tees. Guck mal, den Kaffee brauchen wir. Oh, dann lass ich mal eingesteckt. Wir müssen unbedingt Eisen holen. Guck mal, essen wir gerade den Rest. Ich glaube, wir haben hier aber... Ja. Setzte mal. So, wie sieht's hier aus? Die ist noch fleißig dabei. Die kann ich schon mal mitnehmen. Style können wir auch noch ein bisschen gebrauchen. Ich brauche dringend Eisen. Den können wir jetzt mal ausmachen. Der hat nichts mehr zum Einschmelzen. Okay. Und was jetzt? Hier haben wir, glaube ich, noch was drin. Jo. Ich nehme jetzt erstmal alles an Dartmuni mit, was ich schon aktuell habe. Das ist ja eine Menge. Der Rest kann unten in der Horde-Base bleiben. Können wir denn bei der Horde nachfüllen? Aber ich glaube, das hier wird nicht mal reichen. Geschweige denn, kriege ich nicht mehr mit. Warte mal, ich habe die Schrotze vergessen. Ich brauche ein bisschen Platz dafür. Aber Cobblestone kann sowieso das hier bleiben. So, nimm raus das Schmuckstück. Das einmal kurz vergleuchen. Klick mal die an und... Ja, gut, die hat so schon gut Schaden mehr. 6,8 Schaden mehr. Kugel passen 10 rein, Magazingröße 8. Schuss pro Minute sind mehr, das ist gut. Reichweite ist gleich, hat aber auch mehr Haltbarkeit. Und Ziel betäuben, 4 Sekunden. Hat unsere. Oder? Und das beiden gleich, ne? 4 Sekunden. Ja. Aber gut, wir nehmen hier jetzt definitiv die Mods einmal raus. Backen die Mods hier hin. Die werden wir auf jeden Fall benutzen. Die geht hier nicht. Nein, aber ich glaube, wir können das andere Mod-Dingsbums hier reinpacken. Warte mal. Wenn wir sie haben. Ich meine, dieses Trommelmagazin müssen wir aber bauen können. Gut, haben wir nicht.
Sie ist zumindest nett. Den einmal kurz. Das bauen wir uns auf jeden Fall. So, easy doch. Vier Folgen. Oha, oha. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Stoll. Was 20 Stoll, die haben wir ein Stecken. Kunststoff 10. Alles Stoll hier, ne? So. Den brauchen wir 4 Öl. Die haben wir Gott sei Dank auch gerade ebenso. Schön, schön. Und Mechanical Toilet sollten wir... Ja, ja. Gott sei Dank. Wunderbar. Das muss natürlich auch in der Werkbank gemacht werden. Machen wir aber gleich. Dann bau die einmal kurz. Die braucht auch 4 Minuten. Okay. Aber die möchte ich ja schon gerne hier mit drin haben. Wie kommt die hier gleich mit drin? Wunderbar, die gehen doch mit drauf. Ja, die hat sucht schon mehr Schuss. Und die hat halt auch ein bisschen mehr Rums drauf, ne? Gut, die andere Mod kommt noch rein. Alles kein Thema. Passt doch nur eine rein. Ja, lad nach. Ich wollte doch nur gucken, ob alle Mods drin sind, Mensch. So. Dann kannst du auch gleich mal ein Schlückchen trinken. Oder damit wir es mal hochkriegen. Wir haben ja ständig Mangel. Trink mal 2. Schön. Das passt. Die packen wir erstmal hier mit drin. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Dortmund mit. Der braucht ja noch ein Weilchen. Mensch, ich wollte dahin. Zumindest das, was noch passt. Und bring das da erstmal runter. 4 haben wir auch nicht mehr. Schön, schön, schön. Gut. Den vielleicht später, sobald wir die Bücher voll haben, einen Schalldämpfer rauf. Den ist alles ein bisschen leiser, der ist nicht mehr so laut. Aber ich will halt nicht diesen Schadensmalus. Deswegen ist die Bücher voll. Tip, 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 die. Und wir brauchen dringend Eisen. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit bis zur Runde. Also, wenn sie uns alle 3 Leitern hier komplett kaputt knübeln, das bezweifle ich sehr stark, Herr Stahl. Und das ist schon mal schön. Geht ja bis unten durch. Den holen wir mal hier rum. Wir fangen hier hinten an. Aber wie gesagt, die sind sowieso nur. Der war voll. Für Notfall, das haben wir sehr extra geschaltet. Freuschalten, der war noch nicht voll. Sperren. Der ist noch komplett leer. Wunderbar. Hier nochmal. Sehr schön. So. Ich weiß gar nicht, hatte ich die Klingenfallen an? Doch, ich glaube, die hatte ich mir angeschlossen wieder, ne? Wir müssen mal kurz gucken. Ja, ja, und die andere ist da angeschlossen. Die haben wir angeklemmt. Okay. Ausschalten. Ich hatte mir gerade voll. Hier geht noch drin. Gut, wir haben jede Menge Datenmoney über. Das ist schön. So können wir sie aber auch im Notfall nachfüllen. Gesperrt. Yep. Und hier jetzt nochmal. Das passt doch. Gut, was wir hier unten noch brauchen während der Horde, ist definitiv ein bisschen Electrical und Mechanical Parts zum Reparieren. Stahl bleibt jetzt auch hier. Oh, das kriegen wir alles hin. Das bisschen... Ja, ein bisschen würde ich das nicht bezeichnen, aber die lassen wir jetzt trotzdem hier. Zum Nachfüllen. So, wir nehmen die mit. Ich weiß, die reichen nicht. Oben, die Waffen müssen wir einmal neu ausrichten. Und denen wird das hier doch hoffentlich eine ganz interessante Horde. Mal gucken, wenn denn alles so funktioniert diesmal. Die Zombies sind ja so außer Kontrolle in der A21, weil die KI völlig rumspinnt. Das ist echt schwer zu sagen, ob die wirklich alle den Weg finden. Gut, wo hatten wir denn die schöne, gute Leute? Hier. Einmal auch. Ich müsste das Ganze einmal anschalten, damit ich sie ausrichten kann. So, das nehmen wir hier weg. So, der macht einmal an das Ganze. Sprit ist ja genug drin. Es geht jetzt nur darum. Ah, guck mal, der ist ja doch fast voll.
Weil die Zombies sind größtenteils wie so eine nach außen. Die richten wir nach oben. So, der ist sogar wieder voll. Sperren. Können sie sich um Geier kümmern. Den richten wir dann da, dass wir so in jeder Ecke eine Waffe haben. Der ist sogar leer. Ich glaube, wir sind alle leer, ne? Bis auf die eine, weil ich die zugedeckt hatte. Ja. Der geht auch hoch. Gut, die müssen wir gleich nochmal... Hab ja jetzt nicht genug Muni mit, aber zumindest schon mal ein bisschen. So, und den noch. Denn wenn die Geier hier auf jeden Fall erledigt, der hat sogar noch ein bisschen drin. So. Das kriegen wir hin. Das ist alles kein Problem. Ausgerichtet haben wir sie auf jeden Fall. Das heißt, ich kann es jetzt wieder ausmachen. Wieso funkt der so? Hat nur wieder ein paar Kratzer abgekriegt hat. So, das Läuterchen. Wo haben wir das Leiterchen? Ich will hier nicht runterspringen. Das gibt immer so Brüche in den Beinen. Da ist das Leiterchen. Schön. Gut, dann holen wir noch ein bisschen 9mm Muni. Inzwischen sollte auch unsere Mod fertig sein. Und den sind wir eigentlich heute ready. Dann besorgen wir aber definitiv noch etwas Eisen. Dafür kommen wir nicht dran vorbei. Das brauchen wir. Woher? Eisen. Wir brauchen definitiv mehr Stahl. Ich meine, irgendwann soll die gesamte Base aus Stahl. Da führt nun mal kein Weg dran vorbei. Außerdem brauchen wir auch Stahl zum Reparieren und so. Und unsere Bude hier. Die wollen wir nicht auch noch weitermachen. Da wollte ich hin. So, die ist fertig. Sehr schön. Geht das denn jetzt hier drin? Ich hoffe es. Ja, seste mal. Dadurch hat sich jetzt gut Rums drauf und kann auch doppelt so viele haben. Vorher waren es 16. Jetzt sind 32. Meine ich doch. Gut. Die Waffe ist... Was ist da? Ein Totenkopf drauf oder? Tatsächlich. Okay. Warum nicht? So, Munition. Munition. Wir nehmen jetzt mal die ganzen 9mm Dinger mit hier. Wir finden. Gut, gut. 9mm haben wir so gut wie gar nichts mehr. Das ist ja übel. Ich muss gleich hier mal googeln. Machen wir jetzt mal. Ich muss Munition ansetzen. Hier, Munition. Wir brauchen ein paar Patronenhülsen. Zumindest 3000. Wir brauchen hier von 3000. Und wir brauchen Schießpulver 3000. So, die Werkbank, das sollte fertig sein. Und die ist ja, beschäftigt. Können wir die Pakete davon? 9mm? Nein, die Kisten können wir nicht. Aber immerhin die normalen. Warte mal, warte mal, warte mal, bevor ich das jetzt baue. Die stoppen bis 300, ne? Also 3, 6, 900, okay. Wir kriegen nur 1800 rein. Sonst lüffelt uns die Hälfte hier weg. Das ist natürlich doof. Den machen wir erstmal 1800. Zack, mehr passt ja nicht. Dann kann er das aber schon mal in Ruhe herstellen. Den hauen wir hier einmal kurz den Rest wieder drin. So, den nochmal. Und ich muss mal kurz was gucken. In welcher Schmiede? In der Stallschmiede, ne? Haben wir Messing? Hier nicht. Hier definitiv nicht. War das hier? Ja, auch nicht. Sabalot, sag bloß, wir haben keine Schmiede für Messing. Und Blei. Okay, da müssen wir bei. Da müssen wir dringend bei. Wir haben hier noch einiges zu tun, okay. Ich gehe noch einmal kurz rüber. 9mm wird zumindest hergestellt. Das ist ja sorgenhaft. Das Problem ist, ich brauche dringend Eisen. Müssen wir farmen. Wir müssen aber auch dringend unsere Bude fertig absichern. Wenn wir nämlich jetzt zwei Schmieden noch dazu bauen, die wir dringend brauchen, haben wir noch mehr Uschis. Das ist alles ein Fall für sich. Aber mal abgesehen davon, das soll ja eh alles nach ganz unten. Ich glaube, da werde ich gleich mal gucken, wie weit ich da schon aufgebessert habe unten. Bevor wir jetzt die Schmiede oben irgendwo hinstellen.
Wieso renne ich jetzt nach ganz unten? Ich wollte doch nach oben. Ja, ja. Die schöne Verwirrtheit. Es muss am Alter liegen. Es muss einfach am Alter liegen. So, wo hatten wir die Leiter? Wir können nur die restlichen Waffen da auffüllen. Doch. So, aber den nächsten Skillpunkt, den wir kriegen, hauen wir jetzt nochmal rein, damit wir zumindest 45% EP kriegen. Aber, der war noch nicht ganz voll. Danach skillen wir wohl erstmal auf Rüstung. So, den haben wir für uns fertig. Ich will allgemein mal gucken, was ich für Rüstung anhabe. Militär, gut, hier haben wir noch ein Alteisen. Das Ding will ich unbedingt als Militär haben. Ja, gut. Wir haben auch nicht die beste Rüstung, ne? Ich würde gerne komplett Militär. Aber es kommt doch langsam. Ich glaube, ich kann Militär zwar selber bauen, aber ich möchte schon gerne 6er drin haben. Oder zumindest 5er. Reicht das überhaupt für eine Waffe? Ich glaube nicht. So, die wird zumindest voll. Na gut, da sie nur auf Geier schießen. Geier kommen ja jetzt nicht so häufig. Wird das wohl erstmal reichen. Ja, hat gereicht. Aber 4 haben wir nicht mehr. Okay. Herrlich. Herrlich, herrlich. So, lass mal rauf hier. Die Leiter war, glaube ich, hier. Oder? Nicht? Leute, wo bist du hier? Gut, dann packe ich den Rest auch erstmal nach unten. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Smeden für Muni-Herstellung ist wichtig. Eisen ist wichtig, ist eigentlich alles wichtig. Da müsste ich den wirklich mal gut gehen. Horde können wir auf jeden Fall machen, aber bei der nächsten Horde wird es dann halt eng, ne? Horren. Deswegen. Wir gehen jetzt einmal nach Hause. Ich gucke, wie weit ich da bin. Unten im Keller. Dass wir da vielleicht schon mal die ersten 2 Schmieden hinstellen können. Also eine für Messing und eine für Blei reicht. Die Eisenschmieden, die wir hier oben stehen haben, sollen ja auch runter. So ist es nett. Eins nach dem anderen. Aber es soll halt alles ein bisschen getrennt sein, alles ein bisschen gesittet, ein bisschen ordentlich aussehen. Kann ja nicht so bleiben hier. Ja, es schleicht so ein bisschen. Können wir gleich hier reingehen? So, den Zeug mal. So, ja gut, hier fehlen noch die Fenster. Das stimmt. Und hier hatten wir schon mal angefangen mit den nächsten Räumen, ne? Jo. Hier sind wir auch außerhalb des Gebietsschutzblocks. Ja, hier könnt natürlich Uschi spawnen. Ihr müsst nicht mal gucken, aber eins nach dem anderen. Obwohl, die spawnen eh nicht aus selbstgebauten Blöcken, ne? Mal abgesehen davon. Gut, ich müsste das hier alles verstärken. Wirklich alles. Zumindest aus Beton erstmal. Aber gut, daran haben wir jetzt keinen Mangel. Den bin ich noch überlegen. Hier. Mal gucken, wie ich das mache. Ich würde da gerne so einen Rundbogen drüber haben. Stellen wir eine Schmiede hin. Für Blei. Hier vielleicht eine für Messing. Und hier an den Seiten dann irgendwie so Kisten rein, wo wir es drin lagern. Das wäre schon mal eine Idee. So, Moment. Das Ganze soll aber... Die Schmiede ist 2 Blöcke groß, ne? Droni, du stehst mir im Weg. So, und die ist auch, glaube ich, 2 Blöcke hoch, die Schmiede, ne? Das heißt, hier müsste der Rundbogen rein. Natürlich müsste dahinter noch was, aber eins nach dem anderen. Ich will mal kurz gucken. Droni! Komm mal, Wächtermensch! Danke! Gewölbe, Gewölbe. Gewölbe müsste hier mit zwischenstehen. Gewölbe. Komm, zeig dich. Das Gewölbe will ich nicht. Nee, nee, das sieht mir zu spitz aus. Ich will ein normales, abgerundetes Gewölbe. Lalalalala. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, aber ich meine, die Schmiede war 2 groß. Das Gewölbe suche ich. So, einmal kurz was googeln. Das heißt, die Schmiede müsste doch hier untergehen, oder?
Bloß das Ganze soll halt asymmetrisch. Wenn wir hier zwei haben, müsste ich es da auch so machen. Und mal gucken, in der Mitte könnte man dann ja auch noch. Komm, wir bräuchten ja Kiste für Erze und wir bräuchten Kiste definitiv für die fertigen Materialien. Also passt halt schon. Hier müssen der normale Blöcke rennen. So, aber ich glaube, da werde ich erstmal Eisenfarm gehen. Damit die oben erstmal weiterlaufen können. Weil das dauert ja eine Weile, bis es eingeschmolzen ist. Und den können wir in der Zwischenzeit hier wohl ausbauen. Ja. Da wird denn die Schmiede reinkommen, wenn es passt. Aber ich meine, die war zwei groß. Hier, wie ist denn das Gläuche? Zwei Freud, den hierin. So mal auf. Gut, hier noch ein normaler Block drin. Hier hinten natürlich auch. Wie ist Klo? Da würde ein Gewölbe vorkommen. So, aber das muss ja trotzdem dahinter. So, dann nehmen wir das schöne Gewölbchen. Müsste hier inzwischen auch mit drin stehen, oder? Nicht? Bis jetzt hat er immer alles automatisch auf Favorit gesetzt. Die guten Gewölbe nicht. Gewölbe, Gewölbe. Komm, Zeug dein Gewölbe. Ja, nee, doch. Ja. Nun, Gefähr, Mensch. Das wollen die nicht. Ich kopiere die einfach. Keine Ahnung, warum die da jetzt wieder nicht drin stehen. Kopieren. So, der dorthin, genau. Dann könnte man hier in der Mitte nämlich Kisten für die Erze reinbauen, dann wäre es direkt bei den Schmieden. Und hier wird dann, je nachdem, was wir herstellen, das eine fertige Produkt, da das andere fertige Produkt. Hier kommt noch ein bisschen Deko rein mit Pflanzen und sowas. Dann kräutert schon. Aber ich glaube, vorher müssen wir eine Farmrunde einlegen. Lass mal hoch hier, bevor mich hier eine Uschi besucht. Und für die Formrunde brauchen wir definitiv. Ich könnte ja schon mal. Ja, ja. Jetzt nicht alles festdecken, nur die Ecke, wo die Schmieden hin sollen und die Schmieden hinstellen. Das wäre schon mal eine Idee. Aber halt noch nicht anfeuern. Schmiede. Genau. Verfolgen. Die kriegen wir doch hin. Bräuchten zwei Stück. Okay, erstmal, wir bräuchten 100 Cobblestone. Die haben wir locker. So, nehmen wir runter hier. So, haben wir hier die 100? Zack. Sortieren einmal das Ganze. Den bräuchten wir für Klötze, die machen wir gleich. Klebeband. Nimm Stoff mit und... Wie viel Klebeband brauchen wir? 6. Vor einer zu viel. Na. So, der geht auch wieder in die Kiste. Stoff haben wir auch 1 Stegen. Ladas bräuchten wir 20. Kriegen wir auch hin. Oh man. So, den Dorin. Und die Röhrchen, die 6 Stück, das kriegen wir auch hin. So. Der macht einmal kurz das Klebeband, mein Freund. Dankeschön, die 6 Stück da. Bitte. Dann werden wir den Stoff nämlich wieder los. So, Nitrat geht erstmal wieder hier mit drin. Genau wie der Stein. Bitte. Dann bauen wir kurz die 2 Holzklötze. Die holen wir da, die 2. Dankeschön. Dann kann er mich gleich die 2 Schmieden ansetzen. Die kriegen wir, glaube ich, auch im Inventar hin. Yep. So, Verfolgung raus. Den brauche ich aber auch gleich 2 Blasebalken. Blasen. So, Verfolgen. Holz haben wir. Leder bräuchten wir den 40. Kriegen wir hin. Oh, Moment. Wie ihr seht, das ist ins Inventar. Einmal sortieren. 4 Röhrchen. Oder besser gesagt, das sind ja eigentlich Stangen, oder?
Nee, ist ein Rohr. Gut, und wieder 10 Klebeband. Kriegen wir auch hin? Nehmen wir davon die Hälfte. Nehmen wir wieder das Dorf mit. Hat er ja gleich fertig. Klebeband. 10 Stück. Bitte. So, Reststoff geht auch wieder drin. Den brauchen wir eigentlich nur noch 10 Nägel. Die kriegen wir auch hin. Das ist das kleinste Problem. Gut, der hat keine Eisen mehr. Aber er hier, ne? Auch nicht mehr. Okay, dann machen wir aus hier. Haben wir, na gut, ein bisschen Eisen haben wir noch. Muss so oder so neu farmen. So, für 10 Nägel reicht das Ganze hier auf jeden Fall. So, Nägel. Ist sogar noch genug drin für 10. Der Mama. Dankeschön, das kann er erstmal schmelzen. So, und Blaseball können wir vermutlich sowieso nur... Ne, können wir auch hier. Sehr schön. So, dann kann ich die mir schon mal unten hinstellen. Wir nehmen dann einfach ein bisschen Cobblestone mit, das reicht. Ein bisschen Beton mit, das reicht auch. Geht einfach nur darum, dass zumindest die Ecke, wo die Schmieden stehen werden, schon mal versteckt ist. Sonst später so schlecht rankommt. Jut, jut, den lassen wir hier drin. Marv. Und dann müssen wir wirklich versteckt hier mal demnächst. So, dann machen wir mal kurz die Ecke hier festhackern. Damit wir hier noch rankommen. Aber anschmeißen tun wir sie noch nicht. Erst wenn wir Eis gefarmt haben. So, ich weiß, ich hätte auch die einfach von oben mitnehmen können, aber die lassen wir dann als Andenken stehen. So, passt doch perfekt. Sehr schön. Kurz ihre eigene kleine Nische. Du kriegst auch deinen eigenen kleinen Blasebalg. Wunderbar, das gleiche nochmal hier. Guck mal, Nacht ist auch rum. Und gibt halt auch nochmal ein bisschen EP. Ich denke mal, wir kriegen vor der Horde noch den einen Punkt. Bringt uns bloß nicht viel, insgesamt brauchen wir 2. So. 16. Dankeschön. Auch du kriegst deinen eigenen Blasebalg. Schön. So. Du gehst wieder auf normale Blöckchen. Die da. Dann können wir die hier später auch schon mal voll in Angriff nehmen. Der Lüfter hat, was ist denn das hier? Bitte schön Symmetrie einhalten, ja? Auch beim Feststecken. Wir gehen wieder hoch, räumen den Rest weg und dann machen wir jetzt erstmal ein Farmründchen. Eisen muss sein. Tür zu. Auch wenn die Uschis dann wahrscheinlich versuchen werden zu buddeln, können wir nicht ändern. Muss sein. Was hier oben, das wären dann so Zeitschweinschmieden für extra Sachen wie Muni und Fenster und so ein Kram. Dann passt dann alles. So, die kannst du dann auch erstmal wieder reinpacken, genau wie das. Kaffee nehmen wir mit. Jo. Das haben, Licht und so haben wir ja drauf. Platz haben wir, Essen haben wir. Das passt. Sehr gut. Wir könnten uns ja natürlich vom Händler noch einmal die Bomber holen. Brauchen wir aber nicht. Das reicht. Gut. Dann bevor wir aber trotzdem erstmal am Ende, dann geht's morgen erstmal an ein Farmröntchen, ein bisschen Eisen, damit wir es unten anschmeißen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.